Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit automatisierten Tests und auch speziellen Sonderdisziplinen im Unit Testing und Test Driven Development beschäftigt. Und meine Bitte an Sie ist wirklich, dass Sie sich nach dieser Vorlesung noch ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen. Mir hat eben Unit Testing sehr stark geholfen, die Qualität meines Codes hochzuhieven. Es gibt manche Leute, die argumentieren eben, man sollte nicht Test-Driven Development sagen, sondern Test-Driven Design. Der Auffassung bin ich nicht. Bloß weil ich vorher meine Tests schreibe, heißt es noch lange nicht, dass dadurch das Design meines Produktivcodes gut wird. Was aber gilt, ist meines Erachtens eher die andere Richtung. Wenn ich scheiß Code habe, mal salopp ausgedrückt, dann kann ich den auch schwer testen. Das heißt, wenn ich eben nicht gegen Abstraktionen programmiere, im grundsätzlichen Sinne sozusagen, sondern eben andere Klassen hardcode, dann habe ich nicht die Möglichkeit, diese Abhängigkeiten bei Unit-Tests durch Test-Doubles zu ersetzen beispielsweise. Oder wenn ich eben sehr große Klassen habe oder sehr lange Funktionen in diesen Klassen, dann habe ich auch Probleme, dass ich eben die einzelnen Unit-Tests dafür schreibe, die eben eine Funktionalität sicherstellen. Also es werden dann plötzlich sehr, sehr viele Tests und wenn man eben SRP, OCP und so weiter befolgt hätte, hätte man eben viele kleinere Klassen, die sich dann in ihrem Umfang auch viel leichter testen lassen. Also es ist eher in die andere Richtung hin, dass wenn ich schlechten Code in Anführungszeichen geschrieben habe oder Code, der sich nicht nach den Designprinzipien und Designpatterns, die wir da besprochen haben, umsetzen, dann lassen diese sich schlecht testen. Ja, wie können Sie sich weiterbilden in diesem Punkt? Es gibt auf pluralsight.com meiner favorisierten Online-Video-Training-Plattform eben mehrere Kurse, die sich mit Unit-Testing und TDD und anderen Aspekten des automatisierten Testen wie Behavior-Driven Design oder Outside-In, Test-Driven Development und so weiter beschäftigen. Also es gibt da viele, viele Abwandlungen, wie man eben seine Tests für seinen Produktionscode aufbauen kann. Und wenn Sie sich dann sozusagen weiter mit den fundamentalen Elementen des Testings, des automatisierten Testings auseinandergesetzt haben, dann ist dieses X-Unit Design Patterns Buch auch noch eine lesenswerte Empfehlung von mir. Es ist ähnlich wie das Gang of Four Buch zu Design Patterns halt relativ trocken geschrieben und eigentlich eine Ansammlung von Design Patterns, die eben ausschließlich für automatisierte Tests genutzt werden können. Aber der Punkt ist eben, hier hat man wirklich ein gutes Nachschlagewerk, wenn man mal wirklich komplexe Interaktionen in Integrationstests beispielsweise testen möchte und sich dann dazu mal einen Überblick über die verschiedenen Design-Patterns, die eigentlich für eben Unit-Testing oder automatisiertes Testen im Allgemeinen katalogisiert sind, herauszusuchen. Also das ist kein Einsteigerbuch meines Wissens, aber wenn man eben schon eine Erfahrung mit Tests hat, dann ist es ein sehr gutes Buch, um bei bestimmten Problemen das richtige Design-Pattern für Tests rauszusuchen. Und auch das möchte ich Ihnen mitgeben, behandeln Sie Ihren Testcode gut. Lassen Sie ihn nicht verwelken oder verrotten oder kümmern Sie sich um ihn. Bloß eben, weil dieser Code nicht an den Kunden ausgeliefert wird. Achten Sie wirklich darauf, dass Sie auch Ihren Testcode pflegen. Wenn Sie das hinkriegen, und ich sage Ihnen jetzt schon gleich, das ist keine leichte Aufgabe, dass man ein guter Tester in Anführungszeichen wird. Da muss man wirklich Zeit rein investieren und dann natürlich auch diese Test-Design-Patterns mehr oder weniger mit in seinen Handwerkskasten mit aufnehmen, so wie ich das eben im letzten Video mit dem Builder-Pattern gezeigt habe. Und wenn Sie das aber haben, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie wahrscheinlich nie wieder debuggen müssen oder nicht großartig debuggen müssen, weil einfach Ihre Tests die Funktionalität Ihres Systems abdecken und Sie dadurch eben eine gute Defect-Localization haben, wenn Sie Ihre Tests gut strukturiert haben. Das heißt, kleine Tests, die jeweils immer einen Aspekt
oder ein Verhalten Ihres Systems testen, sei es jetzt ein Unit-Test oder ein Integrationstest. Und genau das ist eben der Punkt. Sie sollen eigentlich durch Ihre Tests Rapid Feedback bekommen. Das heißt, Sie schreiben eine neue Funktionalität, klicken auf Run und sehen sofort, ob sich Ihr System noch so verhält, wie Sie es spezifiziert haben. Das heißt, Sie kriegen sofort das Feedback, ohne eben irgendeinen Client starten zu müssen und in der GUI rumzuklicken, um dann vielleicht in den entsprechenden Fall zu kommen. Mit diesen Tests, mit diesen automatisierten Tests, kann man natürlich auch sehr viel einfacher spezielle Bedingungen abbilden. Wie zum Beispiel, wenn wir uns wirklich das Thema Zeit anschauen und es soll eben nach 6 Stunden, wenn ein bestimmtes Ereignis bei einem System nicht eingetreten ist, eine Warnung an einen Administrator rausgeschrieben werden. Ja? Testen Sie das mal in echt. Da sitzen Sie eben 6 Stunden da oder lassen irgendeine Maschine 6 Stunden laufen. Bei einem Unit-Test abstrahieren Sie einfach von Daytime.now und sorgen dann dafür, dass Sie einfach der erste Zeitabruf, der sagt eben, jetzt ist es um 3 und der nächste Zeitabruf sagt eben, jetzt ist es um 22 Uhr. Und das heißt, so können Sie dann eben für Tests die Zeit mocken, also oder sozusagen falsche Werte für Ihren Testfall zurückgeben und dann untersuchen, ob sich Ihr System so verhält, wie es soll. Und das wirklich mit dem richtigen Produktivcode nachzubilden, das ist dann eben ein Problem, weil es 6 Stunden dauert. Und da es 6 Stunden dauert, werden Sie diesen Test auch nicht immer wieder durchführen, was dann wiederum gegen die Regression geht. Ne? Wir haben ja den Vorteil von diesen automatisierten Tests der Regression. Ich drücke einen Button und die werden immer wieder ausgeführt. Oder ich lasse die dem Build-Server mit ausführen, während ein Build erstellt wird von einem gewissen Stand des Source-Codes. Und der Build-Server überprüft eben vorher, ob alle Unit-Tests durchlaufen. Das ist auch dann ein übliches Muster, das man eben einsetzt, wenn man Build-Server in Firmen anschaut. Und genau das ist eben der Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte. Bitte gucken Sie sich wirklich automatisiertes Testen an. Es ist nicht leicht, dass man einen guten Testcode schreibt, wie eben schon erwähnt, aber Sie kriegen wirklich richtig gute Benefits davon, wenn Sie das gut umsetzen können. Und damit sind wir jetzt am Ende zur Einführung in automatisiertes Testen. Ich hoffe, Sie haben den Überblick bekommen, wie man grundsätzlich seine Tests strukturieren kann. Sie haben auch am Listenbeispiel von Übung 5 gesehen, dass das eher mehr Tests werden, als man vielleicht ursprünglich vermutet hat. Also ich habe ja für die List of T-Implementierung, die wir gehabt haben, 33 Tests geschrieben und ich hatte nicht mal annähernd eine Testabdeckung von 100%. Also wenn man wirklich die 100% anstrebt, was ich Ihnen auch nicht empfehlen würde, weil Sie sollen genau bloß Verhalten testen und nicht jede Zeile Code, die irgendwie mal durchlaufen werden kann, wo aber eigentlich aus der Implementierung vielleicht ersichtlich ist, dass es eindeutig ist, was da passiert. Aber im Prinzip kriegen Sie einfach eine Suite an sehr, sehr vielen, sehr kleinen Tests. Unit-Tests sollten sehr schnell gehen, damit die Entwickler das auf ihrer jeweiligen Maschine ausführen können. Integrationstests dürfen ruhig auch länger sein und teilweise auch externe Systeme mit einbeziehen. Und damit kann man dann eben diese Integrationstests beispielsweise auf einen Build-Server laufen lassen, wenn eben nachts, wenn alle daheim sind, die neueste Version mit dem Nightly Build erstellt wird. Es macht dann durchaus nichts aus, wenn diese Tests mehrere Millisekunden oder vielleicht auch mal mehrere Sekunden dauern. Das ist kein Problem. Aber Unit-Tests eben, wenn geht unter einer Millisekunde, damit wir Tausende von ihnen in relativ kurzer Zeit ausführen können, ohne dass das unseren Rhythmus beim Schreiben von Code beeinflusst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da geht es mit C++ weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald.